Also wie vorhin schon angekündigt, gibt es jetzt auch noch eine Rede zur Situation oder generell um die Situation in Afghanistan von Sadiq. Danach gibt es nochmal Musik. Ja, und dann übergebe ich jetzt direkt. Wo bist du, Sadiq? Ja. Ja, genug. Jetzt ist es schlecht, ob zum Baum baden. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Sadiq Zaatila. Ich bin vor 7 Jahren aus Afghanistan geflüchtet und ich bin seit 2019 im Vorstand des Landesflüchtlingsrats. Ich bin gerade ein bisschen im Stress, weil der Zug hat Verspätung gehabt. Also ich komme gerade aus Schwäbisch Hall. Ich bin gefragt worden, zum Thema Klimawandel und Flucht zu sagen. Klimawandel bedeutet Verdure, Missernten und Verlust von Lebensraum. Mahnungen und Warnungen von Fachleuten sind über ein halbes Jahrhundert weitgehend erfolglos geblieben. Und erst ein Kind, Greta Thunberg, brachte sie ins Bewusstsein der Menschen. Und nun denken wir nach. Und wir machen Kompromisse, manchmal handeln wir sogar, aber das alles wird uns nicht vor der Wiederholung unserer Fehler schützen. Und das hat eine Ursache. Wir, die Spezies Mensch, wir allein sind das eigentliche Problem. Wir sind skrupellos und gierig. Wir glauben an die Machbarkeit und an die Überlegenheit des Verstandes. Doch wir haben die falschen Denkprogramme und die falschen Überzeugungen. Was jetzt eigentlich notwendig wäre und was denn notwendig könnte, das wäre eine Änderung im Selbstverständnis des Menschen und neue, daran orientierte und weltweit verbindlich akzeptierte Normen. Wir sind alle keine Humanisten und keine Demokraten. Wir sind Denker und Rechner, die den Bezug zu unseren Wurzeln verloren haben. Und wir schämen uns auch nicht für den Verlust unserer emotionalen Kompetenz. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind und dass der Mensch den Menschen braucht. Und was den Reichtum des Lebens auf diesem Planeten ausmacht. Wir haben das Gefühl für die Einheit mit der Schöpfung verloren. Und wenn wir das wiederfinden, oder vielleicht auch hier zu laden, das allererste Mal überhaupt finden, dann werden wir weithin aus den falschen Motiven heraus falsch handeln. Schauen Sie sich nach Saporischschja an. Unmittelbar neben der Ruine von Tschernobyl wurde das große Kernkraftwerk der Welt gebaut. Ein gigantisches Symbol für die Entfremdung der Menschen von Normalen und von der Großhandel, der jeden im Griff hat, der glaubt, sich über ein anderes erheben zu können. Die Umweltkatastrophen sind schrecklich und sie werden nicht enden, bevor die Menschen sich auch grundsätzlich damit auseinandersetzen, was die Gesetze des Lebens und des Miteinanders auf diesem Planeten ausmacht. Und wo in der Schöpfung ihr Platz ist. Wir brauchen Philosophien und Publizisten, die eine neue geistige Basis für das Selbstverständnis des Menschen entwickeln. Die Religionen, die das teilweise über die Jahrhunderte hinweg auch versucht haben, waren letztlich nicht erfolgreich genug. Und es geht auch nicht um Glauben, sondern um Erkenntnis der emotionalen und der geistigen Möglichkeit und Verpflichtung des Menschen. Es geht um Achtsamkeit, um ein Gewissen,
Und dabei dürfen die furchtbaren diskutierenden Fähigkeiten, die die Gattung inzwischen hat, nicht ignorieren werden. Wir brauchen einen neuen, modernen, globalen Konsens darüber, was richtig und was falsch ist, unabhängig von Religionen und Ideologien. Und wir brauchen eine neue Begrifflichkeit für dieses neue Selbstverständnis. Und bis es soweit ist, kann jeder von uns schon einmal damit anfangen, sich von den Schicksalen anderen wirklich berühren lassen und dann angemessen zu reagieren. Probieren Sie es einmal aus. Es ist unglaublich, was das mit uns macht. Und vielen Dank fürs Zuhören.